Hallo miteinander, hier bei Discovery TV Rooftop Session Zürich. Mein Name ist Geraldine, da ist Aida Jane. Was präsentiert ihr euch heute? Like a Pirate and his Pearls. Viel Spass! When I see you and I know you, you stand there with the boys. Your eyes are telling stories like a pirate plays with pearls. With all the whiskey in your souls, the breeze done pumping through your veins. Oh, here we come, our ships are wrecked, but the drinks are ever made. And I see you, and I know you, we both are just the same. Our eyes are telling stories, like the pirate plays with pearls. Our lips are passing through the night, a love, a love, a love shine bright. Oh, here we come, our ships are wrecked, but the drinks are ever made. Oh, it's a prize. When I see you and I know you, standing with the boys, your eyes are telling stories like a pirate plays with toys. With all the whiskey in your souls, the breeze and fog through your wings. Oh, here we come, our ships are wrecked, but the drinks are ever made. Like the pirate plays with toys. With all the whiskey in your soul, the bass I'm pumping through your veins. Oh, here we come, our ships are wrecked, but the drinks are at remain. Was für eine Vorstellung! Woo, mega! Hey, wie in der Ferien komme ich mir vor, einfach so etwas. Ein Güppli am Trinken, schöne Aussicht, das haben wir auch hier schon eigentlich. Ja, aber es ist einfach so, ach, so schön, wirklich. Danke, dass ihr da sind. Ja, danke, jedenfalls, euch einmal. So, wie sind ihr zum Namen Aida Jane gekommen? Ja, also Aida Jane, also wir sind, ich weiß auch nicht, wir sind Anfangsjahr, sind wir mal zu dritten zusammengehockt und gegründet hat der Mo, der Gianni und ich. Und nachher haben wir mal uns überlegt, ja, wie könnten wir heißen? Und irgendwie haben wir so gefunden, Aida Jane passt irgendwie nicht. Ja. Also, ja, oder? Ja. So ein bisschen kurz gefasst. Wobei, nein, eigentlich stimmt es nicht. Wir haben es eigentlich so gemacht. Wir haben irgendwie, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, komm, Aida, Nageli hat meine Grossmami geheißen, an der Röckenstrasse. Ich dachte, ah, das wäre noch cool. Und nachher noch Jane ist irgendwie so entstanden. Halt einfach auch wegen meinem zweiten Namen. Du hast es dann vorgeschlagen. Aber wichtig ist, wir sind einfach eine Band. Und Aida Jane gehört eigentlich allen von uns.
Oh, das ist schön. Oh. Das sind einfach schon so mega so heimelig, irgendwie so gemütlich. Ja, es ist aber auch. Wie, also Band, wie habt ihr die gegründet überhaupt? Also, wie lange gibt es die schon? Ja, die gibt es eben nicht lange, die gibt es jetzt seit diesem Jahr. Und wir haben dann am Festival der Jazz spielen dieses Jahr. Und dann haben wir den Carlos mit ins Boot genommen. Und der Carlos hat auch schon mit uns gespielt, schon in früheren Bands, auch am Festival der Jazz. Und dann hat er gefunden, komm, wir machen noch eine Horn-Section. Dann hat er den Rashi reingebracht und aber auch den Flo, der Posaunist, der nicht rum ist. Und ja, und dann nachher ist noch der Dani gekommen, der Kontrabassist, weil wir gefunden haben, ja, ein bisschen Bass braucht sie natürlich auch. Ja, so irgendwie so eine Vielfalt braucht es halt irgendwie schon noch irgendwie von allen ein bisschen und irgendwie so das Gemütliche. Also, ja. Ah. Jetzt sind wir eine grosse Gruppe, aber es ist eben schön, es ist eben cool. Und wie ist es so als Frau ganz allein so mit Männern? Mega easy, oder? Ist, also die Frage ist, wie ist es für euch? nein, voll easy, oder? Ja. So eine Harmonie da. Ich Dann gehe ich mal. Wo soll ich mal da zuerst hingehen? Komme ich mal zu euch zuerst. So. Wie lange spielt ihr schon ein Instrument? Oder habt ihr schon mit dem angefangen, was ihr jetzt da heute spielt? Ich war, glaube ich, etwa 6, als ich das erste Mal auf dem Malerkessel von meinem Grossvater herumgetrummelt habe. Das ist also schon ein Zeitchen seither. Ja. Und so hast du nachher noch so das Gefühl gefunden, so, ja, jetzt, ich muss glaube schon etwas so schlagzeugmässig machen, oder wie? Genau, ja. Mit 7 habe ich dann einfach die Musikschule. Und so ist dann das immer weitergegangen. Und mal intensiver, mal weniger intensiv. So, ja. Das klingt aber gut. Und was heisst denn für dich intensiv? Heisst das jetzt... Jetzt, das, was du jetzt machst, ist sehr intensiv, oder nicht so? Jetzt ist es schon intensiv. Ich meine, vor allem das Üben als Kind. So, da haben wir mal mehr geübt, mal weniger. So, ja. Als Kind ist das irgendwie so ein bisschen normal, würde ich mal sagen. So, ab und zu hast du ein bisschen mehr Lust, mal ein bisschen weniger. So. Wie sieht das bei dir aus? Also ich habe solange ich denken kann, weiss ich, dass ich Kontrabass spielen will. Und bin mit 5 dann halt zuerst in Cello-Unterricht geschickt worden. Das habe ich aber nach einem Monat wieder verweigert. Und dann haben zum Glück meine Eltern Kontakt zum Andrea Töni, Konzi Winterthur. Und das ist ein ganz, ganz toller Lehrer. Für auch einer der ersten in der Schweiz, der Kontrabass für Kinder unterrichtet hat. Und da konnte ich bei ihm das machen. Und ja, spiele seitdem Bass. Das klingt auch sehr interessant. Wirklich so. Aber das ist ja recht gross. Für Kinder gibt es einfach das in Kleinformaten, genau, oder wie? Genau, die gibt es in Kleinformaten. Mittlerweile gibt es bis zu 16. Also sie sind kleiner wie ein Cello, ja. Oh, wow. Das ist wirklich cool, dass er auch so etwas macht, also, wo man Kinder kann auch unterstützen kann, wenn sie eben genau den Traum haben, ich will genau das Instrument machen und kein anderes. Das kommt vor, ja. Voll. Und ich habe es auch nie bereut, wirklich nie. Oh, das ist wirklich sehr, sehr schön. Dann gehe ich mal zu den 3 Jungs da rüber. Mal schauen, was sie da zu sagen haben. So, was fühlst du bei der Musik? Absolute Freiheit. Also, es ist Groove. Die Musik tut gut. Das ist schon so. Das ist auf jeden Fall. Man kann überall Musik hören. Es tut einfach immer wirklich mega gut. Absolut, ja. Und wie bist du zu der Musik gekommen? Was hat dich dort angeführt? Also? Was hat mich angeführt? Ich war ein Kind. Meine Mutter hat immer gesungen. Und eigentlich bin ich dazu mal, sind so 2 Star unterwegs gewesen. Das war der Elvis und der Jackson, oder? Jackson 5, sagen wir es so. Und die 2 haben es mir ein bisschen angetan. Und dann ist der Jackson eher geblieben als der Elvis. Ja, und dann ist mal der Jimi Hendrix gekommen und alles drum und dran. Und ja, und so geht es dann weiter, oder? Mit der ganzen Black Music und Blues und ja. Und du hast gefunden, okay, ich muss jetzt auch da etwas noch ein bisschen reinkommen und will selber etwas machen, irgendwie so. Ja, da los ist halt alles so. Da, zu dieser Zeit Santana, Eric Clapton, B.B. King und der ganze Zeug, der noch jetzt fast nicht mehr rum ist. Aber ja, das, Jimi Hendrix hat es mir aber angetan, muss man schon sagen. Meine Gitarre ist auch die erste Gitarre ist weiss gewesen, wie der Hendrix, oder? Die hat so ausgesehen. Das ist so richtig so, der Kindheitstraum ist einfach dann sozusagen gerade wahr geworden dann. Genau, richtig, ja. Ja. Also wir sind dann noch in London, ich mag mich erinnern, zum ersten Mal mit der ganzen Familie. Wir haben 2 Trips gemacht, Paris und London. Wir haben uns nicht leisten. Dann sind wir auf London, da habe ich Jimi Hendrix natürlich gesehen, oder? Die Wachsfigur, da gehst du also als Kind in so ein Wachsfigurkabinett. Das war für mich schon wie echt gewesen, oder? Und dann Gitarre und dann ist alles passiert, ja. Dann hast du gefunden, okay, jetzt mache ich meine eigene Musik. Ja, diese weiße Gitarre wie der Hendrix und jetzt mache ich eigene Musik. Das ist wirklich so. Das ist so schön zu hören, so, wie man sich fühlen kann und... Ja.
wie man dann auch aufwächst mit der Musik zusammen. Das ist so, das gibt so viel zurück. Absolut, ja. Und ich denke, das gebe ich auch dem Sohn weiter. Das ist wichtig. Das Musik ist ein und alles. Also ich sage immer, Musik befreit, absolut. Also die nächste Generation. Sieht man, hören wir schon, ja. Mal schauen, was dann so in ein paar Jahren dann kommt. Dann gehe ich noch zu den anderen zwei. So. Was sagt ihr zur Musik? Was fällt euch ein, wenn ihr Musik hört? Ja, ich denke auch, absolute Freiheit. Und dann eben zu dieser Freiheit gehört, dass du irgendwie auf einem Groove kannst spielen. Du kannst kommunizieren mit Musik, mit den Tönen, die du zur Verfügung hast. Klangmässig, was du kannst ausdrücken. Und dann auch, wenn du halt singen, dann auch textlich, was du kannst mitteilen. Das klingt sehr interessant und so richtig so tiefgründig auch. Irgendwie wirklich so. Hoffentlich nicht zu tiefgründig. Also ich meine, ich will jetzt noch nicht den Philosoph raushängen, aber weißt, schlussendlich muss man Musik halt durch den Körper erleben, oder? Und nicht, also... durch alles, würde ich mal sagen, oder? So ein bisschen ja, Kopf, ja, Geist, ja, und irgendwie, ja, dann freilaufen lassen. Stimmt, ja. Cool. Und bei dir? Bei Musik kommt mir als allerersten Sinn Emotionen. Also, wenn ich Musik mache dann, oder Musik los, dann ist das ein Moment, wo ich dann wirklich für mich oder eben auch mit der Band oder mit den Kollegen, Orchester, den Moment genieße. Und es ist wie, also rundum gibt es dann eigentlich nicht mehr viel. Sehr wichtig für mich, gerade in dieser Zeit, wo alles so schnell ist und man muss überall präsent sein, ist das schon so ein Ort, wo man einfach sein kann und mit den Kollegen das Gemeinsame, die Emotionen kann, verwirklichen kann. Das ist etwas vom Schönsten für mich, was es eigentlich gibt. Also wenn du so sagst, eben so, du hast so in dich rein und alles, wie war es denn jetzt so gerade bei dem Lockdown? So, hast du da gemerkt, dass Musik dir da weitergeholfen hat? Ja, garantiert. Ich habe daheim sehr viel Musik für mich gemacht, auch so neue Sachen ausprobiert, ich habe zum Teil auch neue Instrumente ausprobiert. Und ich glaube, wenn das nicht gesehen wäre, hätte ich das nicht so locker überstanden. Denke ich schon auch, ja. Neue Instrument, was heisst das für dich? Also, ich habe jetzt nicht während dem Lockdown, vorher schon, habe ich dann versucht, ein bisschen Bassklarinette zu spielen, ich spiele auch ein bisschen Klavier, ein bisschen singen. Und das ist dann während dem Lockdown wie ein bisschen weiterführen gerutscht, habe ich mehr Zeit für das gehabt, konnte Aufnahmen daheim machen können. Und das habe ich schon sehr geschätzt, dass ich einfach die Zeit hatte für das. Ja, das glaube ich auch, dass so die Zeit einfach mal, eben, du musst dich irgendwie selber beschäftigen, je nachdem, kannst du arbeiten, kannst du nicht arbeiten. Dann kannst du dich wirklich mal so ein bisschen auch eben in deine Passion ein bisschen reingehen und herausfinden, hey, was will ich nicht. Und es klingt sehr schön. Ach, die ganze Band ist einfach so schön zum Hören. So, wirklich die Vielfalt, die man da schon sehen kann, das ist unglaublich. Was sind eure nächsten Ziele? Ja, wir gehen als nächstes, also freuen wir uns mega, wir gehen ins Studio und nehmen unsere neuen Songs auf, die wir dieses Jahr geschrieben haben. Und ja, da freuen wir uns. Und hat sie schon so ein bisschen so Datum, wo man schon weiss, ungefähr, wo man etwas kann hören kann von euch? Oder? Ja, ich denke sicher, Anfangsjahr werden wir sicher unsere Releases machen. Und aber bis dann gehen wir sicher ins Studio und sicher mal die ersten paar Lieder aufnehmen. Und ja, wir haben viele neue Ideen und das hat das Jahr jetzt so ein bisschen beigebracht. Das ist eigentlich noch schön. Jetzt machen wir das mal. Ich habe da noch etwas gesehen. Da hast du ja noch etwas mitgebracht. Jo. Was hat das Full Art zu bedeuten? Ja, das nehme ich eigentlich im Fall immer mit. An jedem Gig. Das ist einfach das Tuch, das uns allen Glück bringt. Und das ist einfach immer dabei. Es darf nie fehlen. Der Glücksbringer. Definitiv. Schön. Hey, es ist schon viel Zeit schon vergangen. Und ich freue mich, wenn ich euch wieder hören darf. Ja, danke vielmals. Und man sieht sich sicher bald wieder. Ja. Und ich wünsche euch noch ganz einen schönen Nachmittag und bis bald. Tschüss zusammen!